Herr Verhoeven, wir sehen uns heute noch. Das kann man ruhig sagen. Grüß dich, Günther. Moin, Günther. Kannst du kurz mal reinschauen, bitte? Oh, Herr Verhoeven. Ach, Günther, bist du spät heute, was? Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Sommerzeit, tragischer Unfall bei der Zeitumstellung. Schrecklich, Kommissar Rex, schlimmer gequält als gedacht. Sensation, Dalmatiner-Welpen erstmals künstlich ernährt. Und gemein, Theo Weigel beim CDU-Parteitag reingelegt. Das Thema der Woche. Helmut Kohl. Der Bundeskanzler ist seit heute länger im Amt als jeder seiner Vorgänger. Mit 14 Jahren Amtszeit hat er selbst Konrad Adenauer überrundet. Und auf dem CDU-Parteitag wurde er zum 12. Mal zum Vorsitzenden gewählt. In Hannover sprach mein Kollege Bastian Pastewka mit einem selbstbewussten Helmut Kohl. Herr Dr. Kohl, Sie haben beschlossen, in Zukunft nicht mehr nur als Bundeskanzler, sondern als König über Deutschland zu regieren. Was fasziniert Sie an der Rolle des Königs? Das ist eine ganz ungewöhnliche Rolle, wie man sie wahrscheinlich sehr selten gegenwärtig in der Welt findet. Das geht weit über das monarchische Prinzip hinaus. In der Tat. Sie sprechen von sich selbst ja auch nur noch in der dritten Person. Wie würden Sie seine Majestät König Kohl denn selbst charakterisieren? Der König ist eine ganz ungewöhnliche Persönlichkeit. Er ist in der Abstammung seiner Familie eine ganz ungewöhnlich starke religiöse Persönlichkeit. Verstehe, Majestät, aber... Er ist ein kluger Mann, er ist ein im besten Sinne des Wortes, auch im europäischen Sinne, gebildeter Mann. Sie ist ein Mann voller Sympathie. Ja, danke. Ich denke, Ihre Untertanen haben das jetzt verstanden. Majestät, stimmt es denn eigentlich auch, dass Sie und Ihr Hofnarr Theo Weigel sich demnächst wie in arabischen Ländern einen eigenen Harem einrichten wollen? Hm? Wir müssen doch eigentlich verrückt sein. Ich sag's ja mal so platt und einfach formuliert, wenn wir diese Chance nicht nutzen würden. Ja, na dann noch viel Spaß. Vielen Dank, Herr Bundeskönig. Verteidigungsminister Volker Rühe hat es geschafft. Trotz Frauenquote wurde er am Montag erneut ins Präsidium der CDU gewählt. Besonders beliebt ist er bei den Parteikollegen, weil er sich auch außerhalb des Bundestages für Recht und Ordnung einsetzt. Fühlen Sie sich in Deutschland noch sicher? Volker Rühe, Objekt- und Personenschutz. Meine Truppe und ich kümmern uns weltweit um Ihre Sicherheit. Als Bodyguards oder Begleiteskorte. Harte Schulung, gezieltes Training und perfekte Tarnung machen uns zum Security-Partner Nummer 1. Der Nachrichtenüberblick. Bonn, die Sommerzeit ist zu Ende. Heute Nacht um 3 werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Zu diesem Thema traf sich Bundeskanzler Kohl mit Frankreichs Staatspräsident Jacques Chirac. Also, wenn der Gruselzeiger rum ist, dann ist 3. Ja. Will der mich verarschen? Berlin. Noch immer leidet Götz George an den Folgen seines Motorbootunfalls. Erst jetzt wurden die beiden Besitzer des Bootes gefasst. Sie werden zur Stunde in Berlin verhört. Nicht bitte. Nein! Lass das endlich sein! Hilfe! Nein! Hilfe! Dortmund. Auf der diesjährigen Löwenverleihung wurden zahlreiche Fernsehstars für ihre Arbeit ausgezeichnet. Aber nicht nur die Prominenten kamen in Kontakt mit dem begehrten Löwen. Hey Max, ich hab da eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich... Nein, das kannst du doch nicht machen, Ben. Ey, das ist doch geil. Das klappt bei meinem Rottweiler auch immer. Was? Was? Cap
Canaveral. Am Montag startete die Raumfähre Enterprise zu einem mehrtägigen Aufenthalt ins All. Trotz bester Wetterbedingungen hatte die Besatzung ungewohnte Startschwierigkeiten. Heute Mittag kehrte die Raumfähre jedoch sicher zur Erde zurück. Auf dem Weltraumbahnhof in Florida begrüßt US-Präsident Bill Clinton nicht nur die Astronauten. Washington. Knapp zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA stellte sich Bill Clinton gestern den Fragen ausgewählter Journalisten. Unser Top-Reporter Horst Lemminger war ebenfalls vor Ort. Sehr witzig. London. Queen Elizabeth hielt am Mittwoch im Westminster-Palast ihre traditionelle Thronrede. Aus diesem Anlass überredete sie Lady Diana zu einem letzten gemeinsamen Familienfoto. Köln. Die Verbraucherzentrale warnt vor der steigenden Zahl unseriöser Reiseveranstalter. Besonders häufig locken Billiganbieter ihre Kunden mit Tiefstpreisen bei Kreuzfahrten. Sag mal, bist du eigentlich sicher, dass das hier die MS Astoria ist? Aber natürlich. Wieso? Nur so. Achtung! Mensch! Das war der Nachrichtenüberblick. Danke, Anke. Fernsehserien mit tierischen Hauptdarstellern sind zurzeit der Publikumsrenner. Ob Kommissar Rex, Flipper oder der Bulle von Tölz, hohe Einschaltquoten sind garantiert. Demnächst erwartet Sie in Sat.1 ein neuer Quotenknüller. Kommissar Gaucho, hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack. Ein schnelles Auto, ein waches Auge und einen scharfen Verstand. Er ist der Liebling der Frauen und der Schrecken der Ganoven. Er heißt Kommissar Gaucho und er ist der wohl eigenwilligste Cop der Welt. Hab ich dich, Schurke? Seine Methoden sind umstritten. Wir können noch anders. Nein, nein, bitte nicht. Gaucho, du bist ein Kopf wie wir alle auch. Also halt dich gefälligst an die Spielregeln, ist das klar? Schnabel, ich werde diese kriminellen Schweine kriegen. Und zwar schneller als dieser blöde Kommissar Rex. Sonnenvogel bin ich noch nie gefilzt worden. Dann gewöhn dich dran, Schätzchen. Kommissar Gaucho, ab November täglich um 22 Uhr in Sat.1. Also schalten Sie ein, meine Damen und Herren. Stress, jeder kennt das Gefühl, ob beim Einkaufen oder im Ehebett. Aber richtiges Verhalten in Stresssituationen kann man lernen. Zu diesem Thema befragte meine Kollegin Anke Engelke die Stresstherapeutin Dr. Anneliese Brehm. Neben mir sitzt Frau Dr. Anneliese Brehm, die ein Buch mit Tipps zur Stressbekämpfung herausgebracht hat. Frau Dr. Brehm, was genau kann man denn nun tun, um mit Stress fertig zu werden? Es tut mir leid, Frau Angelke. Ich rede nur mit Herrn Lück. Moment mal, Frau Dr. Brehm, wir hatten doch vorher miteinander vereinbart, dass wir die Fragen miteinander... Nix da. Mit Ihrem Chef oder gar nicht. Frau Dr. Brehm, was soll das? Herr Lück ist nicht hier. Ich bin ausgebildete Journalistin. Sie können doch meine... Das ist mir noch nie passiert. Nun, es gibt für alles ein erstes Mal, nicht? Frau Dr. Brehm, ich weiß nicht, ob Ihnen die Situation klar ist. Uns schauen gerade ein paar Millionen Menschen zu. Und ich frage Sie ein letztes Mal. Wollen Sie nun meine Fragen beantworten? Nein. Nein? Ja. Ja, was denn nun? Nein. Und damit basta. Na gut, wenn Sie meinen, dann gebe ich jetzt zurück ins Studio. Frau Engelke. Was denn? Sie können gehen. Frau Engelke, das war doch nur ein Test. Ein Beispiel für eine Stresssituation. Und in meinem neuen Buch
habe ich beschrieben, wie man in so einer Situation ganz entspannt und ruhig bleibt. Vielen Dank. Dann war ich also sowas wie Ihr Versuchskaninchen, ja? Tolle Idee. Das haben Sie sich ganz fein ausgedacht. Hut ab! Frau Engelke, okay. Sie waren in einer Stresssituation. Aber jetzt lassen Sie uns über mein Buch reden. Nein. Da steht drin, wie man in Zukunft mit so einer Situation umgehen kann. Nein, das kommt gar nicht in Frage, mich hier so vorzuführen. Also hören Sie, Frau Engelke, ich werde mich jetzt hier nicht aufregen. Ich bin von dem Verlag gebeten worden, in dieser Sendung das Buch vorzustellen, ja? Tja, Pech gehabt. Verkauft sich wohl nicht der Schinken, was? Also hören Sie mal, Frau Engelke, ich bin eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Ich habe bahnbrechende Erkenntnisse gemacht. Und ich habe verdammt noch mal das Recht, hier und jetzt über mein Buch zu reden. Nächster. Sagen Sie mal, wer bin ich denn eigentlich? Dass ich mich hier von so einer saublöden, karrieregeilen Journalistenschlampe vorführen lasse. Sie sind ja wahrscheinlich, Sie haben sich ja hochgebomst, haben Sie sich. Und sind zu blöde, um Kaffee zu kochen. Bei Ihnen trifft doch jeder einen Hirnschlag ins Leere. Sie haben doch richtiges saublöden, dummen, eitlen, vertrockneten Geist. In diesem Buch steht's. Das war Frau Dr. Bremen. Vielen Dank. Mir doch nicht vor, ein Video, wo ich mein Buch vorzustellen habe. Ich hab doch wo das Recht, so eine blöde, verdammte Schuljournalistin. Zum Sport. Boris Becker ist wieder da. In Stuttgart sammelte er in dieser Woche wichtige Punkte für die Teilnahme an der Tennis-Weltmeisterschaft. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Hallo Boris. Boris, es gibt eine tolle Neuigkeit und die besagt, dass Sie trotz Turnierstress endlich Ihren Grundschulabschluss nachmachen wollen. Stimmt es in diesem Zusammenhang, dass Mathematik Ihr Lieblingsfach ist? Na, also mit dem Rechnen habe ich es eigentlich weniger. Das tun alle Journalisten in Deutschland schon eh für mich. Ah ja, klar, natürlich. Aber wenigstens das kleine 1x1 sollte doch präsent sein. Vielleicht mal ein kleiner Test. Wie viel ist 3x4? Was machen Sie, Boris? Grübeln. Grübeln. Gut, also vielleicht lassen wir das besser. Ja, Boris, wie sieht es denn aus mit dem Schönschreiben? Macht Ihnen das noch Spaß? Es macht wieder sehr viel Spaß. Es gab Zeiten, wo das nicht der Fall war. Aber also die letzten Wochen bin ich gerade so begeistert. Toll. Und wie steht es mit dem Sexualkundeunterricht? Ich kann kaum den Hals kaum genug, nicht voll genug bekommen. Ganz ruhig, Boris. Ganz ruhig. Ja? Vielleicht eine abschließende Frage. Glauben Sie denn, dass Sie den Grundschulabschluss nun endlich schaffen werden? Wissen Sie was? Wenn ich es nicht schaffe, werde ich irgendwo in Florida sitzen und eine Runde Golf spielen, was ich seit 6 Monaten auch nicht gemacht habe. Ist auch nicht so schlecht. Da haben Sie recht. Solange Babs die Schläge zählt. Dankeschön, Boris Becker. Meine Damen und Herren, nicht nur Boris Becker ist ein großer Golffan. In ganz Deutschland findet der Golfsport immer mehr Anhänger. Viele Fans von Bernhard Langer verbinden den Besuch eines Turniers mit einem gemütlichen Sonntagsausflug. Sag mal, hast du eigentlich hier nur alle Latten am Zaun? Zum Fußball. Große Verletzungssorgen gibt es derzeit in der Fußball-Bundesliga. Die Spieler leiden besonders unter Gürtelrosen. Akuter Beinverkürzung. Zu großen Nasenpflastern. Und Filzläusen. Aber selbst beim Torjubel sind sie nicht mehr sicher. Wir haben es bereits angesprochen, Helmut Kohl ist der Mann der Woche. Viele Zuschauer haben uns in der Zwischenzeit angerufen, die noch mehr über ihn erfahren wollen. Deswegen zeigen wir Ihnen jetzt nach dem Staatsmann Helmut Kohl den ganz privaten Helmut Kohl. Herr Bundeskanzler, Herr Dr. Kohl. In Bonn sind Sie ein gefürchteter Partygast. Zum einen wegen Ihres großen Hungers, vor allem aber, weil Sie Ihr abgenagtes Hühnerbein gerne im Bücherregal des Gastgebers verstecken. Bei manchen steht's noch dort. Obwohl, bei Ihnen zu Hause sieht's ja auch nicht viel besser aus. In Ihrem Wohnzimmer kleben angeblich überall die Essensreste. Da ich gerne gut esse und trinke, das ist ja landesbekannt,
sieht auch jeder, wo es bleibt. Ihre Frau Hannelore hat mir verraten, dass erst letzte Woche die Küche komplett gestrichen werden musste. Und das Wohnzimmer sei jetzt wohl auch nicht mehr zu retten. Also muss das auch renoviert werden. Genau. Und das macht für sie neuerdings nicht mehr der örtliche Malermeister, sondern ein Leiharbeitertrupp aus dem Osten. Warum denn das? Bei uns ist der Stundenlohn 45 Mark und dort ist er 5 Mark. Aha. Angesichts dieser Umstände nannte sie Heiner Geißler kürzlich einen, ich zitiere, Geizhals und Fresssack. Was sagen Sie dazu? Beides ist richtig. Nein. Oder doch? Vielen Dank, Herr Bundeskohl. Kann das jemand abräumen? Mir ist schlecht. Die Krise am deutschen Arbeitsmarkt zwingt immer mehr Menschen, sich umzuorientieren. Viele suchen ihr Glück deshalb in anderen Berufen. Marco Rima stellt Ihnen einen Mann vor, dem der berufliche Wechsel gelungen ist. Ein Mensch ist von uns gegangen. Ein trauriges Ereignis. Worte können den Verlust sicher nicht wettmachen. Oft aber hilft eine pietätvolle Rede über den ersten Schmerz hinweg. Für diese Aufgabe gibt es Spezialisten, die Beerdigungsredner. Udo Taube ist einer davon. Herr Taube, Sie waren nicht immer Beerdigungsredner. Nein, ich bin über Umwege zum Redenhalten gekommen. Ich war erst Animateur in einem Ferienclub. Dann hat das Reiseunternehmen pleite gemacht und ich stand auf der Straße. Das wäre ziemlich hart für mich, aber schließlich habe ich mir ein neues Betätigungsfeld gesucht. Ich muss jetzt. Udo Taube vom arbeitslosen Animateur zum Trostspender. Ein Werdegang, der Mut macht. Liebe Trauergemeinde, wir sind aus einem traurigen Anlass heute hier zusammengekommen. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir hier rumsitzen müssen wie die Ölgötzen, nicht wahr? Ich denke, jeder von euch hat heute so seinen ganz besonderen Grund, hier zu sein, nicht wahr? Hey du, wie heißt du? Annegret. Annegret, warum bist du heute hier? Ich bin die Witwe. Annegret, ganz sauber. Komm doch noch mal nach vorne. Ich denke, die anderen wollen dich auch verstehen, nicht wahr? Komm, stell dich doch einfach noch mal vor. Und ganz locker. So, und die anderen machen es der Annegret noch ein bisschen einfacher und ziehen diese lustigen Hüte hier an, nicht? Das sieht doch wunderbar aus, Annegret. Und diese Trompete ist nur für dich. Udo Taube, vom Animateur zum Beerdigungsredner. Seine Philosophie, nie aufgeben. Ein Mensch, der uns Vorbild sein sollte. Und alle mir nach, jetzt hier fliegen gleich. Und nach der Pause sehen Sie Claudia Schiffer nackt und eine neue Ausgabe von Passiert mit dem Thema Killerschildkröten. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenschau. Und das sind die weiteren Themen in dieser Woche. Endlich, Bundesbahnschaffner neu eingekleidet. Toll, Claudia Schiffer stellt neues Fitnessvideo vor. Und Panik, morgen schließt das Chemnitzer Freibad. Einen Skandal gab es in dieser Woche um die Krimiserie Kommissar Rex. Angeblich soll Schäferhund Rex von seinen Trainern gequält worden sein. Wochenschauaufnahmen beweisen jetzt, Kommissar Rex ist kein Einzelfall. Überall im Showgeschäft werden Hunde missbraucht. Ob bei der Biene Maya, im Ballettfilm Cinderella oder in Filmklassikern wie Der rote Korsar. Da ist es natürlich verständlich, dass die Tiere zurückschlagen. Selbst Schildkröten werden dazu Killermaschinen. Sehen Sie dazu unsere neueste Ausgabe von Passiert. Guten Abend. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Harte Schale, weicher Kern. So kennen wir die stummen Freunde des Menschen. Doch der Panzer trügt. Immer mehr dieser Tiere legten sich in den letzten Jahren auch einen harten Kern zu. Ihr Opfer, Züge. Hier im westfälischen Unterhaching geschieht das Unfassbare. Drei der gepanzerten Reptilien brechen aus einem nahegelegenen Gehege aus und legen sich auf die Gleise. Ein mit über 600 Personen besetzter Güterzug, der zufällig hier vorbeifährt, entgleist. Wie durch ein Wunder kommen alle ums Leben.
Passiert will wissen, wie aus den sonst so possierlichen Kriechern derart böswillige Killerkröten werden konnten. Wir sprachen mit dem Betreiber des Schildkrötengeheges. Ich meine, ist doch klar, ja? Der ganze Lärm hier und die Züge und alles. Da reagieren Tiere natürlich genauso aggressiv wie Menschen auch. Nur meine Kröten, die wehren sich eben. Und ich habe über 20 Briefe, habe ich geschrieben, ja, an die Bundesbahndirektion, alles, und habe meine Hilfe angeboten. Nur bis jetzt habe ich überhaupt keine einzige Antwort darauf gekriegt. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich herausstellt. Allein in den letzten 3 Tagen legten sich über 40 Schildkröten auf Gleise. Der Bundesbahn bleiben die Fahrgäste weg. Angst geht um. Ein Bundesbahnsprecher demonstriert uns die Vorgehensweise eines typischen Schildkrötenangriffs anhand eines Modells. Eine Idee, wie man die Tiere davon abhalten könnte, hat er nicht. Wenigstens die Polizei hat reagiert. Sie bildete das Sondereinsatzkommando Panzerknacker. Über 800 Beamte mit einer Spezialausbildung machen sich rund um Unterhaching auf die Suche nach den Schildkröten. Doch gegen die geschickten und wendigen Tiere hat die Polizei noch kein Mittel gefunden. Passiert wird weiter über diesen Fall berichten. Nächste Woche in Passiert. Sexuelle Obsession. Männer, die sich für Schweinekoteletts halten. Gleich haben wir noch einen musikalischen Leckerbissen für Sie. Verpassen Sie danach nicht Fritz Egner mit den witzigsten Werbespots der Welt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Samstag und noch ein schönes Wochenende.